So, nur noch ein bisschen. Dann sollte die Kugel groß genug sein, dass sich endlich das Portal öffnet. Dann ist es soweit. Dann wird diese Welt nicht mehr so existieren, wie sie zurzeit ist. Der Kern wächst und leuchtet. Nicht mehr viel und dieser Narr von Kevin und Basti. Diese Narren werden es nicht checken, was hier abgeht. Nur noch ein bisschen. Und diese ganze Welt wird von Drachen überrannt werden. Viel zu sehr haben sie sich von Gaia manipulieren lassen und verhindert, dass die Drachen die Oberhand in dieser Welt erringen. Gaia hat alles zunichte gemacht. Dieser mächtige Gott, wären wir Drachen stark genug gewesen, hätten wir das verhindern können. Aber so, jetzt muss ich. Hab ich dich! Bis das. So! Balui? Au! Au, Kevin! Balui, der Urdrache! Der Urdrache hat schon wieder durch dich gesprochen! Der Urdrache! Warum? Was um alles in der Welt? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Du bist schon wieder auf der Kugel. Ich weiß nicht, der Urdrache hat irgendwie geredet. Ich hab nicht so lange zugehört. Es war wieder. Oh, ich hätte länger zuhören müssen. Aber der Urdrache hat irgendwas Böses vor. Ich hab's gehört. Er hat irgendwas mit der Drachenwelt gesagt und so. Balui, wir müssen jetzt gucken, dass wir den Urdrachen aus hier rausbekommen. Oder dieses Ding hier erstmal zerstören. Ja, Kevin. Ja, warte. Ich habe doch. Ich hab diese Rüstung an. Sie ist... Oh. Oh, was ist das? Sie ist stark, auf jeden Fall. Schlag mich mal nochmal. Oh ja, also... Ich denke... Ja, das Gift, das setzt schon ganz schön zu, aber... Ja, das ist nicht schlecht. Vielleicht muss ich sie noch verbessern. Vielleicht kriegen wir eine... Vielleicht sollten wir uns mal an Masitrix wenden. Der hat doch... an Jonas. Der hat doch diese Möglichkeit, Sachen vielleicht stärker zu machen. Vielleicht kann er mir eine Rüstung schmieden, die den Urdrachen in mir unterdrückt. Ja, oder vielleicht kennt, aber Masitrix war ja auch keine schlechte Idee. Der ist doch auch ein Zauberer, oder nicht? Ja. Vielleicht kann der einen Zauber, womit der da unterdrückt wird oder so auch. Oder vielleicht kann der sogar den Urdrachen aus dir raustreiben. Ja. Ja, dann sollten wir uns auf den Weg machen in die Stadt. Aber ich wollte gerade noch mit dir was anderes besprechen, Balui. Ich habe eine Idee, wie wir diese Kugel vielleicht entfernt kriegen. Weißt du noch, letztes Mal, als wir die gesprengt haben, da war doch die Kugel für kurze Zeit komplett verschwunden. Du meinst, Wir brauchen vielleicht noch mehr Sprengkraft. Aber nicht noch mehr TNT, sondern es gibt doch dieses Super-TNT, womit ihr euer Haus gesprengt habt. Ah, du meinst das gelbe Mega-TNT? Ja. Oh, das könnte aber der Stadt ganz schön zusetzen. Das Risiko müssen wir eingehen. Davon holen wir richtig viel. Aber davon holen wir also über 100. Ich glaube, ich will das nicht. Bitte? Ich glaube, ich will das nicht. Balui, wir müssen das tun. Wir holen 100 Stück davon und dann sprengen wir diese ganze Kugel hier in die Luft. Du bist doch lebensmüde. Was ist, wenn das ist doch... Boah. Balui, willst du die komplette Welt hier, ja, die komplette Welt aufs Spiel setzen für eine Stadt? Dann spreng ich lieber die ganze Stadt. Und wenn das TNT hier alles noch größer macht, was dann? Ach, ich kann mir nicht vorstellen, dass das TNT... Überleg mal, wie groß die Sprengkraft war. Und dann 100 von diesen TNT. Da bleibt von dieser Kugel nichts mehr übrig. Du könntest recht haben, aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn nicht? Kevin... Deine Frau Tana ist aber in Sicherheit, oder? Ja, sie ist ganz weit weg. Okay. Ich habe sie eigentlich zu einem Architekten geschickt, der sich darum kümmern soll, dass wir unser Haus verschönern und so. Aber ich denke, dass Tana, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie da zu tun hat. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir diese Kugel loswerden. Und ich habe auch schon einen Plan, wo wir dieses ganze TNT herbekommen. Ich nicht. Erzähl mal. Wir machen mit der Mafia ein Geschäft. Moment, was?
Wir machen mit der Mafia ein Geschäft. Bist du wahnsinnig? Also gut, ich meine, die Mafia, also diese dunkle Bruderschaft war eigentlich ganz nett zu uns. Aber... Ja, wir lassen uns mit der Mafia auf ein Geschäft ein. Und ich weiß auch schon, womit. Komm mal mit. Folgt mir mal. Okay. Haha, ich war nämlich nicht ganz dumm. Guck mal, was ich hier habe. Ne, war deswegen nicht Patrick erst gestern hier? Vorgestern? Ja, aber ich weiß nicht, womit man ihn füttert. Der ist noch verwundet. Etwas, also geht eigentlich, nee. Ihm fehlt nichts, ne? Ich sehe keine Wunde. Bertheris geht's gut, ja, Bertheris geht's gut. Sehr gut. Guck mal, wir machen das so. Wir handeln mit denen aus, dass die uns dieses TNT beschaffen. Okay. Und dafür kriegen die Bertheris. Na gut, okay, dann... Es gibt nur ein Problem. Ja? Ich weiß nicht, wie wir dorthin kommen zur Bruderschaft. Ich weiß nicht, wo die sind, wo die ihr Versteck haben. Das ist eine gute Frage. Ich meine, sie müssen ja eigentlich in der Nähe der Stadt agieren. Bertheris müsste das doch finden können, oder nicht? Das heißt, wir setzen Bertheris irgendwo aus und gucken, wo es hinläuft? Es müsste doch, wenn es in der Nähe ist, müsste doch Bertheris den Weg dorthin finden, oder nicht? Das könnte durchaus funktionieren. Das heißt, wir gehen zur Stadt. Ich denke mal, ich glaube, sie sind immer aus der Stadt, haben sie immer aus der Stadt agiert. Das heißt, da müssten wir anfangen zu suchen. Lass uns doch einfach mal, wir fliegen jetzt erstmal in die Stadt und gucken mal, ob wir selber dort was finden. Ja, warte ganz kurz. Und ansonsten versuchen wir irgendwie, ob wir Bertheris dazu kriegen, dass er den Weg vielleicht nach Hause versucht zu finden oder so. Ich will mal eben was probieren. Ich habe jetzt diese neue Rüstung. Vielleicht kann ich ja mit dem Stahl... Ja... Ich kann ein viel besseres Schwert bauen, ein Dragon Sword. Das ist aber cool. Guck mal, schau es dir an. Okay. Siehst du es? Das ist jetzt ein starkes Schwert? Ja, es könnte stärker sein, aber für den Anfang ist es besser als mein Diamantenschwert. Okay. Okay, ich werde mit Flämmchen schon mal zur Stadt fliegen. Ich muss das Schwert noch aufwerten. Ich komme auch direkt mit hier. Ich bin schon mit Bertheris unterwegs. Wo bist du denn gerade? Ich bin vor der Stadt, eben Flämmchen rufen. Ah, da ist sie. Hallo Flämmchen. Ich könnte auch mal probieren, ob der Drachenatem meines Drachens die Kugel vielleicht öffnet. Oder, zerstört. Ich würde es nicht machen. Nicht, dass er davon größer wird. Weil das glaube ich schon eher, dass die Kugel davon größer wird. Ja klar, aber mit der Sprengung... Nee, ja, okay, du kannst recht haben. Wenn Sprengung vorsichtig, hinter dir ist ein Drache her! Oh nein, einer von diesen Verrückten! Tu was! Ich hau ab! Balui, du darfst mich nicht zurücklassen, ich bin nicht so schnell wie du! Das ist nicht mein Problem. Das ist ja richtig langsam. Flieg woanders her. Oh Gott. Balui? Ja. Ja, ich hab dich aus den Augen verloren. Ich bin in der Stadt. Oh Gott. Mann. Ich bin noch nicht mal bei den Stadtmauern. Mensch, ist dieses Pferd langsam. Erstmal landen. Flämmchen, runter. Kann ich gar nicht verstehen, dass da so ein Theater drum gemacht wird um dieses Pferd. Ja, ey, wenn du die Chance hättest, deine Drachen zurückzubekommen, würdest du es auch wollen, oder? Ein Drache fliegt ja auch 10-mal schneller als dieses Pferd. Ja, dein. Oh, meine Güte, landet das langsam. Du hast aber auch echt Pech gehabt, ne? Ja, Nein, bleib hier! Meine Drachen sind auch weg. Ich hab gar nichts mehr mittlerweile. Alles von mir ist weg immer. Flämmchen? Oh, Flämmchen macht wieder Theater. Flämmchen, komm her. Oh, immer diese Drachen, Mann. Hast du deinen Drachen nicht unter Kontrolle? Nein, er macht, was er will. Sie. Wo ist er hin? Vielleicht gefällt Flämmchen nicht, der Hort. Also bei mir ist Flämmchen hier. Ich sehe sie nicht. Flämmchen, hast verdammt. Hast du schon wieder deine Magie angewendet? Nein. Hier ist doch Flämmchen hier. Direkt neben mir. Guck mal, geh doch auf Bertheris und dann nimmst du das Horn und holst die so rein. Oh Gott, warte. Oh. Nicht Bertheris verlieren. Ja, hier, so. Ne? Ich hab sie in den Zorn gekriegt. Soll ich dir Bertheris... Kommst du da unten runter? Hoch? Ich bin jetzt hier wieder durch den... Ich werde mal eben mein Schwert verbessern. Gib mir mal einen Moment. Wo war der Altar? Ihr habt den nicht kaputt gemacht, oder? Nein. Also, ich hab den nicht kaputt gemacht. Okay, er existiert noch.
So, wie funktioniert das? Sieh an. So sieht... Aua, ey, Moment! Hast du irgendwie eine Stimmveränderung bei mir gehört? Immer wenn du so lachst, dann denke ich, dass der Urdrache in dir durchkommt. Ich freue mich nur über mein cooles neues Schwert und du verhaust mich direkt. Schau. Ja, weil ich nicht weiß, ob du das mit Absicht machst oder... Es passt zu meiner Rüstung. Ja, das sieht gut aus. Wir sollten aber nicht vergessen, warum wir hier sind. Wir sollten uns jetzt auf die Suche nach der dunklen Bruderschaft machen. Ja, du zuerst. Okay, auf geht's. Befreie den Drachen in dir. Kaufe Empire Dragon Merch von Balui auf elbster.de. Der Link ist unten in der Beschreibung.